Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute wird es wieder ein Food Haul geben. Jedes Mal wünscht ihr euch ein Food Haul von mir. Ich weiß, es dient euch vielleicht als kleine Inspiration. Ich kann mich nicht sofort vor die Kamera setzen, das wisst ihr. Deswegen wird es heute auch wieder ein Hands-on-Video geben. Ich hoffe, es reicht euch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video und los geht's! Wir starten mal mit dem Obst bzw. Gemüse. Und zwar habe ich zum einen mitgenommen Orangen für frisch gepressten Orangensaft oder für Smoothies. Dann habe ich mitgenommen frische Champignons, weil wir morgen grillen werden. Da brauche ich die. Frische Trauben, natürlich dürfen bei uns im Haus auch nicht fehlen. Kernlose in dem Fall. Dann habe ich frische Minze immer in meinem Kühlschrank für Getränke. Einfach ein Glas frisches Sprudelwasser, Eiswürfel rein und dann Minze oder zum Beispiel eben Früchte. Hab da ein total leckeres Getränk. Dann habe ich immer im Kühlschrank meinen Bio-Blattspinat. Den liebe ich eben auch für Smoothies bzw. für Salate. Dann habe ich mitgenommen in zweifacher Ausführung Mais, weil wir eben, wie gesagt, morgen grillen werden. Meine Kinder mögen das total gerne, ein bisschen Butter drauf und Salz, genauso als Beilage. Dann habe ich mitgenommen noch einen Fenchel, genau, das mag ich auch sehr gerne. Einfach aufschneiden, Olivenöl drauf, ein bisschen Salz und dann habt ihr was zum Knabbern. Und natürlich auch noch Tomaten, die habe ich auch immer im Kühlschrank für abends zum Abendbrot. Dürfen Tomaten nicht fehlen. Dann machen wir mit dem Käse weiter und zwar habe ich von Galbani den Gorgonzola mitgenommen, weil es Nudeln geben wird mit Gorgonzola-Soße die Woche. Dann habe ich meinen Hirtenkäse wieder mitgenommen, den habe ich eigentlich auch echt immer im Kühlschrank für Salate oder zum Beispiel gebackenen Schafskäse, schmeckt auch total lecker oder Hirtenkäse jetzt in dem Fall. Dann habe ich Gouda mitgenommen zum Überbacken und diesen hier. Den wird es zum Abendbrot geben. Genau. Für meinen Mann, der mag nämlich total gerne so einen Käse und dann einfach nur so einen Emmentaler mit ein paar Träubchen für abends auf dem Sofa. Dann habe ich ja gesagt, dass wir morgen grillen werden und zwar wollte ich mal diese hier ausprobieren, diese vegetarischen Hamburger. Deshalb habe ich natürlich auch Hamburger Brötchen gekauft, diese hier von Golden Toast. Und ja, diese hier habe ich jetzt auch mal mitgenommen. Keine Ahnung, wie die schmecken werden. Also ja, ich habe keine Ahnung. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Und Tomaten und Zwiebel und Salat und so weiter habe ich ja alles zu Hause. Und ja, da werde ich euch mal berichten, wie die schmecken. Dann habe ich natürlich Bratwürste mitgenommen für die anderen, weil die sowas nicht essen werden. Und dann habe ich einfach mal so eine Rinderkraftbouillon mitgenommen, wenn es mal schnell gehen muss, wenn ich nicht so viel Zeit habe. Da könnt ihr zum Beispiel Reis reinmachen oder so kleine Nudeln. Schmeckt auch sehr, sehr lecker. Dann habe ich gebraucht Blätterteig, weil es die Woche auch was Leckeres mit Blätterteig geben wird. Dann habe ich diese hier noch gekauft, diese Brottaschen. Die mögen meine Kinder sehr gerne und zwar brate ich ihnen da das Fleisch mit Gyros-Gewürz an und dann ja mache ich das hier rein, Salat rein, Karotten geraspelt und Tomaten. Genau, und dann ist das ein leckeres Essen. Und in meinem Schrank ist auch immer Tabasco, der ist jetzt leer, deshalb habe ich eine neue Packung gekauft, also wir mögen es scharf. Und dieses Salatdressing hier wollte ich mal ausprobieren, das habe ich jetzt noch nie ausprobiert. Mal schauen, wie das schmeckt. Auch wieder in dem Fall, wenn es mal schnell gehen muss, einfach über den Salat drüber. Dann habe ich jetzt das hier nochmal gekauft und zwar ist das Weichkäse. Das mag ich super gerne und zwar kann man das anbraten und wie gesagt, morgen werden wir ja grillen. Und da werde ich das auf jeden Fall noch mit auf den Grill tun. Und dann wollte ich das hier mal ausprobieren und zwar hat sich das total lecker angehört. Himbeer-Zitronen-Melisse ist das. Das ist wie so ein Dip. So eine Soße. Zu Käse kann man das eben essen. Das war relativ teuer. Aber ich bin mal gespannt, wie das hier morgen schmeckt. Dann wollte Alessandro das hier noch kaufen und zwar für die Schule, für die Pause. Also ja, hat er jetzt noch nie ausprobiert. Werden wir mal schauen, wie ihm das schmeckt. Und dann darf bei uns auch Actimel im Kühlschrank nicht fehlen für meine Kinder. Und dann geht es weiter mit den etwas ungesünderen Sachen und zwar diese hier. Die habe ich mal so für zwischendurch gekauft, wenn es mal schnell gehen muss. Wenn sie nach dem Fußball mal ein bisschen Hunger haben sozusagen, dann sollen sie sich so eine Wurst nehmen. Kaba darf auch nicht fehlen. Und zum Frühstücken Cornflakes und zwar diese hier. Und dann haben wir noch total ungesund diese hier von Kellogg's, diese Crispies. Wollte Gianluca mal probieren. Ich habe mir zum Frühstücken das hier mitgenommen von Alnatura und diese Hafer Crunchies hier. Auch von Alnatura habe ich mir mitgenommen.
Ganz viele Joghurts habe ich noch mitgenommen, aber die halte ich jetzt nicht alle in die Kamera. Das sprengt sonst den Rahmen. Und jetzt machen wir weiter mit ein paar ungesunden Sachen, die ja auch bei uns im Haus natürlich einziehen. Und zwar einmal diese Chips hier. M&M's. Die finde ich total lecker. Also das habe ich sozusagen für mich gekauft. Und das hier auch noch, wenn es mal schnell gehen muss. Ja, ist halt einfach so, ne, wenn man mal irgendwie einen Hunger hat, macht man sich einen gebackenen Camembert abends noch schnell. Und dann habe ich natürlich noch Getränke gekauft. Zum einen einen ganzen Kasten Karamals und zwei Kästen Wasser. Die zeige ich euch jetzt auch nicht, weil die schon in der Spalt stehen. Und das war soweit unser Einkauf für heute.